heute ist Donnerstag. Ich habe heute frei, wieder mal bei bestem Wetter. Also wie ihr schon seht, komplett blauer Himmel. Und ohne Spaß, Leute, wenn es Geruchvideo geben würde, das wäre so toll, weil hier riecht es einfach so mega nach Knoblauch. Also Bärlauch kennt ja der ein oder andere von euch, denke ich mal. Und hier ist einfach alles voll mit Bärlauch. Und das riecht einfach so mega toll. Ja, wie ich glaube ich gestern schon im Vlog erwähnt habe, werde ich heute jetzt mal zu meiner Arbeit laufen. Das sind circa 5 bis 6 Kilometer. Also wir haben heute einen Tagesmarsch von ungefähr circa 11 Kilometer vor uns. Pi mal Daumen, 11 Kilometer. Ja, noch sind wir ganz gut drauf, Perny und ich. Und ich glaube dann auf dem Rückweg, sobald wir dann bei meiner Arbeit essen sind, habe ich dann auf dem Rückweg gar keinen Bock mehr zu laufen. Aber ich habe mir gedacht, komm, das schöne Wetter muss man mal nutzen. Zumal ich, wie gesagt, frei habe bei dem Bombenwetter. Und dadurch, dass wir nächste Woche nur wandern gehen wollen, das sind ein paar mehr Kilometer als 11. Ich denke mal so 20 Kilometer pro Tag, ungefähr die Drehe, werden wir wohl versuchen. Hey Penny. Und mal schauen, da muss man sich schon mal ein bisschen einwandern, würde ich mal sagen. So, ich habe mir jetzt mal den Stock hier gegönnt. Immer wenn ich jeden Tag, also ich fahre ja jeden Tag auf Arbeit, die ganze Strecke, die ich jetzt laufe, aber halt mit dem Fahrrad. Und da steckte immer in einem Maulwurfhügel, steckte immer dieser Wanderstock. Und ich habe mir den jetzt einmal mal gegönnt, weil wir müssen ja eh noch ein Stückchen laufen. Und ich weiß manchmal gar nicht, wie ich die Kamera halten soll, weil halt die Sonne genau hinter mir steht. Und wenn ich mich quasi selber filme, tue ich die ganze Zeit immer gegen die Sonne filmen. Im Übrigen habe ich mal für nächste Woche geschaut, wie das Wetter werden soll in dem Ort, wo wir dann sind. Und ohne Spaß, Leute, das ist absolut nicht tolles Wetter. Die haben, weil wir sind ja nur im Erzgebirge, und die haben für nächste Woche eigentlich die ganze Woche über Schnee angesagt und maximale Temperaturen von 4 Grad, gefühlte minus 6 Grad. Da dachte ich mir so, jawohl, das ist doch mal richtig toll. Naja, deswegen hoffen wir mal, ja, dass jetzt wenigstens die nächsten Tage noch schön werden, weil Thomas hat ja am Samstag, Sonntag frei. Ich muss am Samstag arbeiten, habe aber Sonntag frei, und ich hoffe ja mal, dass wir dann eventuell... Haben wir dich jetzt drauf, wie du gepullert hast, Penny? Und Sonntag habe ich frei, und da hoffe ich mal, dass Sonntag einigermaßen noch schönes Wetter ist, obwohl sie auch schlechtes Wetter angesagt haben, sodass wir da wenigstens nochmal den schönen Tag verbringen können. Thomas hat schon gemeint, scheiß drauf, scheiß auf schlechtes Wetter. Wir machen das Beste draus, wir nehmen dicke Klamotten mit und gehen trotzdem wandern. Was wir auch definitiv machen, aber ich habe zu ihnen auch gleich gesagt, da haben wir wenigstens einen Grund, zwischendurch bei Hütten anzuhalten und heiße Schokolade zu trinken. Naja, mal schauen. Judy, ich laufe jetzt noch ein bisschen weiter und wir sehen uns dann nachher nochmal. Übrigens bin ich jetzt gerade in der Lindenallee. Hinter uns steht auch das Trianon, sieht man aber leider nicht mehr. Das ist noch übergeblieben vom Schloss Eitra. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ja, wir sind jetzt am See angelangt. Ja, wie man sieht, komplett Windschatten. Also das ist wirklich wie eine Spiegeloberfläche. Oh, jetzt sieht Penny da hinten einen Vogel. Zieh mich ja nicht rein, Mäuschen. Das Einzige, was halt nicht ganz so schön aussieht, ist die Wasseroberfläche, denn da ist halt der Pollenstaub drauf, und dadurch, dass keine Wellen sind, bleibt es halt dort, wo es quasi ist, also direkt am Anfang vom See. Wie man halt sieht, der See ist in der Mitte wirklich, also total sauber, ohne irgendwelche Probleme. Ich habe übrigens versucht, zwischendurch immer mal aufzunehmen. Das Problem ist halt nur, ich habe so viele Leute unterwegs gesehen, also bei dem Wetter sind halt so viele Leute unterwegs, und ich bin halt noch so ein Vlog-Anfänger, und ich traue mich dann halt nicht wirklich, wenn alle 5 Minuten jemand vorbeiläuft, da irgendwie mich selber zu filmen, da komme ich mir halt recht doof vor. Und wir haben unter anderem auch ein älteres Ehepaar getroffen, die halt mega begeistert waren von dem Vorhaben jetzt, also bis zu meiner Arbeit zu laufen und zurückzulaufen, und dass wir halt so mit, also so oft mit unserem Hund unterwegs sind und so weiter, und die haben halt selbe Hunde. Wie es halt so ist, also man kommt dann halt direkt aufs Gespräch, wenn dann halt so die Hundefreunde untereinander sind. Und aha, jetzt hat Madame gerade ein Stöckchen gefunden, mit dem sie knaubeln kann. Ich dreh mal den Bildschirm, dass ich sehe. Aha. Na, gucke. Du bist jetzt im Fernsehen, Penny. Du bist jetzt berühmt. Das schmeckt lecker, Stöckchen. Naja, ich glaube, Mäuschen hat sich dann auch nachher eine warme Bockwurst, nicht warme Bockwurst, aber ein Stückchen Bockwurst von mir verdient, wenn wir dann nachher bei mir auf Arbeit sind. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann später nochmal. Bis gleich.
nachdem wir uns jetzt gestärkt haben bei mir auf Arbeit, haben wir, beziehungsweise ich habe entschieden, dass wir jetzt Rückweg einen kleinen Umweg machen, ungefähr von circa 3 Kilometer. Also das heißt, Penny und ich dürfen jetzt 3 Kilometer länger laufen. Und da freut sich die Penny ganz doll, stimmt's, Penny? Naja, noch ist sie ganz gut drauf. Also wenn sie keinen Bock mehr hat, ist es meistens immer so, dass man sie dann nur noch hinterherziehen muss. Aber das ist nicht der Fall, noch ist sie ganz gut dabei. Ich habe auch noch meinen Wanderstock immer noch mit dabei. Und es ist scheiße warm geworden. Ich habe es mega bereut, heute früh die Jacke mitgenommen zu haben. Ich habe sie mir jetzt hier um die Hüfte gebunden, aber trotzdem mit Pullover ist halt echt zu warm. Das Problem ist nur, wo ich losgelaufen bin, war es noch recht kühl. Und das, ich glaube, ich hatte es sogar erwähnt. Und jetzt sind es gefühlte 20 Grad, wenn nicht sogar mehr. Zumal ich ja ca. 80% der Strecke eigentlich nur in der Sonne laufe. Auch wenn ich jetzt gerade mal so ein bisschen Schatten bekomme durch die Bäume. Aber das ist ja auch nicht gerade viel. Und ja, mal gucken, wir werden jetzt dann nachher mal, weil das halt hier der älteste Radweg ist, das ist hier mega schön, quasi auf der Seite hinter den Bäumen ist die Elster. Und ich denke auch mal, dass wir dann nachher nochmal zur Elster runtergehen, dass Penny sich dann nochmal erfrischen kann. Ich hoffe nur, dass er mich nicht hinterherzieht, weil halt die Leine nicht so mega lang ist. Die ist halt wirklich perfekt dafür gedacht, um wandern zu gehen, beziehungsweise längere Strecken zu laufen. Was ich übrigens erwähnen wollte noch, ich habe ja heute eigentlich quasi bevor ich losgegangen bin, gewartet, bis ein Paket kommt, weil wir uns für den Urlaub so einen, das heißt Jogginggurt, das ist halt ein bisschen stabiler, hat halt auch ein bisschen breiter für den Rücken, dass es halt nicht ganz so zieht, aber das habe ich schon gesagt, das ist so ungewöhnlich, weil, also nicht ungewöhnlich, aber so ungewohnt, dass ich mir halt überlegt habe, nee, das testest du mal am Wochenende ganz in Ruhe aus. Und nicht jetzt, weil gerade das Problem ist halt mit so einem breiten Gurt, wo willst du das dann alles hin tun, wenn du dann noch die Jacke drüber hängen hast und so weiter und so fort. Also es war alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, von daher habe ich mir halt überlegt, nee, ich nehme jetzt hier meine ganz normale Leine, ich habe jetzt hier die lila Leine mir quasi um die Hüfte gebunden und jetzt kommt hier der Zug. Oh yeah, oh, das war nur ein kurzer gewesen. So selten wie hier mal ein Zug langkommt. Das war bestimmt ein IC oder so. Ein Intercity. Und übrigens auch hier wieder schön zum Wandern bzw. zum Spazieren gehen, der Elster Radweg. Nur halt etwas zu warm. Aber okay, wir haben jetzt noch ungefähr 8 Kilometer vor uns, circa mit dem Umweg. Und ich denke mal, das tun wir jetzt ganz gut hinter uns bringen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal. Wir sind jetzt unter der Brücke an der Elster, also da drüben seht ihr auch schon die Elster langfließen. Ich musste jetzt unbedingt mal einen Schatten, denn mir ist so scheiße warm. Penny, komm her. Übrigens, guck mal, ja, hat einer versaut. Oh, hey, nur ist mal gut, die will unbedingt ins Wasser. Irgendwas gebaut, ich weiß auch nicht, was es sein soll, aus Treibgut. Und ja, wie immer halt überall Graffitis dran. Ich finde sowas eigentlich unmöglich, ganz ehrlich. Ohne Graffiti sieht das eigentlich so viel schöner aus, aber okay. Penny, sit. Sit. So ist fein. Komm, wir machen jetzt mal 2 Sekunden Pause. Ja, alles in allem war bisher der, ich sag jetzt mal, Wandertag eigentlich ganz cool. Nur halt wirklich mega anstrengend. Hätte ich gewusst, dass halt das Wetter so warm wird, dann... Penny, sit. Hätte ich gewusst, dass der Tag so mega warm wird, hätte ich mir definitiv was anderes angezogen. Aber okay, alles im Allen war es bisher ganz cool. Wir haben jetzt ungefähr noch 2 bis 3 Kilometer vor uns. Ist aber alles ganz, ganz gut zu machen. Also wir haben die Zielgerade vor uns sozusagen. Und ja, ich schalte dann auf jeden Fall dann nochmal ein, wenn ich dann zu Hause bin. Und tue euch quasi nochmal so ein Feedback erzählen vom Tag. Gleich vorweg
Wie gesagt, ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt mit dem Vloggen, aber das Problem ist halt, ich bin da noch zu unerfahren drin. Ne? Ich weiß auch immer gar nicht, wie ich das so nehmen soll, also quasi wie ich anfangen soll, wie man das so in der Mitte, was man so einschaltet und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, bis nächste Woche sollte das ganz gut funktionieren und ich weiß dann auch ungefähr, was ich ansprechen kann, was ich sagen kann und so weiter und so fort. Und wo ist denn? Mach's doch nicht kaputt, Penny. Penny muss erst mal schauen, was das ist. Und wenn die weiterläuft, ruppt sie es um, weil die hängt genau mit der Leine da. Ah, nee, doch nicht. Ich hab grad gedacht, die hängt mit der Leine schon dahinter, aber nee. Ist nicht so. Naja, gut, auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich nochmal wieder, wenn ich dann zu Hause bin. Und ansonsten sage ich schon mal Adios und bis nachher. Endlich wieder zu Hause. Ich bin so am Arsch. Mir tun so die Beine weh. Ich habe jetzt noch eben schnell eine Wäsche rausgehangen, die ich angesetzt habe, bevor ich losgegangen bin. Ja, Hundi gammelt jetzt unten im Hof. Die hat sich sofort hingelegt. Die ist auch total breit und ich muss euch ehrlich sagen, mir tut so die Beine weh. Also ich glaube, ja, man ist es nicht mehr gewohnt, so lange in einem Stück zu laufen, weil sonst bin ich zwar auch manchmal 2 Stunden unterwegs, aber das fällt nicht so auf. Und jetzt war ich circa, keine Ahnung, 15, 16 Kilometer und ich habe 4 Stunden gebraucht. Wir haben ja zwischendurch mal 20 Minuten Pause gemacht bei meinem Chef und sind dann halt durchweg nach Hause gelaufen. Was ich mega süß fand jetzt zum Schluss, ich konnte es leider nicht aufnehmen, und zwar sind wir wieder an der Koppel vorbeigelaufen, wo die Pferde sind. Und während Penny sich mit den Pferden beschäftigt hat, habe ich das hinter mir rascheln gehört. Ich habe mich umgedreht und dachte mir so, oh, wie süß. Da rannte so ein ganz kleines Wiesel da lang. Wiesel, das sind ja so die Kleinen. Das sah am Anfang so aus wie so eine Maus. Aber dann dachte ich mir so, what the fuck. Die Maus hat aber einen großen Kopf und einen langen Körper. Aber nein, es war ein Wiesel und das war so zuckersüß gewesen. Und am Schluss, wo ich dann quasi durch den Wald laufe, wo dann der kleine Bach ist und der kleine Teich, und da drinnen waren auch so mega viele große Karpfen, aber die hat man halt leider nicht gesehen. Ja, ansonsten, alles im Allem war es ein toller Spaziergang gewesen von 4 Stunden. Nicht unbedingt jeden Tag, aber ich denke mal, naja, öfters mal, weil es macht Spaß, aber es tut halt mega die Füße hinterher weh. Liegt auch vielleicht daran, dass man nicht so unbedingt die geeigneten Schuhe dafür hat. Ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, auch wenn es so ein bisschen chaotisch war. Ich bin halt noch nicht der Profi im Vlog-Bereich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum nächsten Vlog. Haut rein. Tschüss!